perfektionistischer Workaholic. So könnte ich mich bezeichnen. Das ist etwas, das besser wird mit der Zeit. Und meine Self-Care-Programme oder alles, was ich mache eigentlich, mache ich auch deswegen, damit ich das lerne. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wünsche ich mir einfach auch diese ganzen Dinge mit der Welt zu teilen, weil ich denke mir manchmal, oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses, man fühlt sich allein. Man denkt sich, so verrückt ist ja sonst niemand. Aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass wir einfach alle unsere Themen haben, die uns das Leben selbst ein bisschen schwieriger machen. Und die Frage, die ich mir jetzt immer wieder stelle und die langsam in meinem Kopf so drinnen ist wie so ein Filter, ist, wie kann ich es mir leichter machen? Nicht, dass ich jetzt, also mein Gehirn spuckt da nicht weniger Ideen aus, aber es spuckt die Ideen so aus, dass immer sich noch ein Spaziergang ausgeht oder dass die Meditation bei mir einfach so als Fixpunkt drinnen ist. Und ich habe auch inzwischen aufgehört, wenn ich in der Früh nicht dazu komme, dass ich die Meditation dann gar nicht mache. Ich mache sie dann einfach zum Beispiel am Nachmittag oder am Abend. Flexibler zu sein macht mir mein Leben leichter. Nach Lösungen zu suchen, anstatt Probleme zu wälzen, macht mir mein Leben leichter. Termine zu verschieben macht mir mein Leben leichter. In den Wald spazieren zu gehen und sich dafür zu entscheiden, den längeren Weg zu gehen, einfach weil es dann so schön ist, macht mir mein Leben leichter. Bewusste Entscheidungen zu treffen, hilft mir, mich machtvoll in meinem Leben zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, dass ich nichts ändern kann. Weniger streng mit mir zu sein, wenn ich merke, dass etwas nicht so gewesen ist, wie es für mich, wie es eigentlich mein Ziel gewesen wäre, sagen wir mal so, weil wir einfach Menschen sind, macht mir mein Leben leichter, dass ich mir denke, okay, es ist jetzt mal so, was kann ich künftig anders machen? Aber wie kann ich es anders machen auf eine Art und Weise, dass es liebevoller ist? Dass es gütiger ist, dass es mit mehr Mitgefühl passiert. Und je mehr Mitgefühl ich habe, umso mehr Mitgefühl kann ich auch mit der Welt haben. Und umso mehr Vertrauen ich übe, zu sein oder das zu akzeptieren, was ich bin oder wer ich bin, umso mehr kann ich akzeptieren, was in der Welt passiert. Und umso mehr Vertrauen ich habe in meinen Weg, umso mehr Vertrauen habe ich auch in den Weg der Welt. Diese Selfcare-Geschichte ist in Wahrheit die Summe aller Dinge. Ich habe so lange gesucht nach etwas, was alles beinhaltet, was mir so wichtig ist. Burnout und Stressprävention, Yoga, Atmung, Meditation, Bewegung, Philosophie, Wissen, Lernen, Annehmen, Mensch sein. Habe ich was vergessen? Ayurveda, der Ayurveda. Und die Integration, die einfache Integration. Entschuldigung, dass die Kamera so wackelt. Ich musste jetzt die Leine nehmen. Ich bin mit meinem kleinen Hasen unterwegs. All das hineinzubringen und eben dieses bewusste Atmen, dieses sich selber stärken, heilen. Was ist Heilung? Heilung ist, wenn ich im Moment ankomme und zufrieden bin, wenn mir, wenn möglich, nichts wehtut. Genau, das ist Heilsein. Ich werde vermutlich niemals ohne Medikamente leben, aber ich kann darauf achten, wie ich sie nehme. Und wenn mal etwas schief geht, mir zu denken, es ist ein Tag oder es ist ein Moment, eigentlich ein Tag hat ja 24 Stunden, das ist ja das Nächste. Er kann ja jeden Tag neu beginnen.
Und all das in die Welt zu bringen, dafür bin ich ganz offensichtlich hier, weil sonst würde ich es nicht so intensiv erleben. Genau, und das teile ich mit dir immer mehr. Im Moment begleite ich eine Gruppe von Menschen in einem Self-Care-November. Und das ist auch eine ganz besondere Erfahrung für mich, Menschen dazu anzuregen, noch ein bisschen mehr Selbstliebe für sich zu haben. Schön ist das. Und jetzt habe ich es auch mit dir geteilt. Und jetzt schaue ich mal, was mein Hund so fasziniert. Da kommen zwei Menschen. Genau. Und werde meine Gassi-Runde weitergehen. In Ruhe und ohne Handy. Das packe ich jetzt mal weg. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Deine Rani.